war zuerst ein bisschen skeptisch, so von wegen, dass vielleicht die Mündler ein bisschen streberhaft sind, keine Ahnung. Aber wir sind alle total nett. Die ticken ja ganz anders wie wir. Aber jetzt hat sich das ergeben, dass es eigentlich gar nicht so ist und dass wir eigentlich irgendwie trotzdem alle diese Kreativität teilen. Man hat einen Gegenstand, den man quasi formt. Und dadurch hat man einfach alle Möglichkeiten, um eben seine Welten zu erschaffen. Hier kann man mit richtigen Leuten, mit Wissenschaftlern und Ingenieuren das machen, die sich wirklich richtig gut auskennen. Und in der Schule hat man halt Lehrer oder so, die das viel studiert haben, aber nur von jedem bisschen. Ich habe auch bei meinem Opa immer die Schränke ausgeräumt und mit dem Kochlöffel auf den Töpfen rumgeschlagen. Dann habe ich halt Schlagzeug angefangen und das lief halt gut und das mache ich immer noch. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur allen Kindern helfen müssen, die Schwierigkeiten haben, sondern dass wir auch Talente fördern müssen, denn genau diese Talente brauchen wir für die Zukunft des Landes. Ich bin mir sicher, hier in diesem Raum sind viele Talente, von denen wir noch hören werden. Wir fördern nicht nur Schülerinnen und Schüler der Altersstufen 6 bis 8, sondern auch inzwischen 9 bis 11. Im Endeffekt ist Kunst so für mich die einfachste Form von Kommunikation, die irgendwie wirklich nur über Zeichen eigentlich geht, gar nicht über Sprache, über irgendeinen komplizierten Code sozusagen, sondern wirklich nur über das, was man sieht, über das, was man fühlt. Jetzt bauen wir eine neue Stadt. Die Liebe zur Kunst beschäftigt mich eigentlich mein ganzes Leben. Ich unterstütze die Stiftung Kinderland. Und eine der Ideen, die ich nun eingebracht habe in die Stiftung, war die Kulturakademie.